Kalenderwoche 10. Tauzi ruft an. Heute beim Man of the Match von unserem letzten Spiel gegen Meppen bei Dominik Ernst. Servus. Ja, servus. Hallo. Also es war schon ein herausragendes Spiel, das du da abgeliefert hast letzten Sonntag. Hält es noch an oder ist es schon wieder vergessen? Nee, also ich glaube, sowas vergisst man nicht so schnell. So ein Spiel, dass ich dann auch der Siegtorschütze bin, hat mich unfassbar gefreut für jeden, für die Fans, für die Mannschaft. Ja, es passt einfach dann alles gerade. Ja, es war eine ganz schöne Berg- und Talfahrt, die du da hingelegt hast, ne? Also 2 Wochen vorher gegen Köln unglücklich 0-1 verloren durch ein Eigentor durch dich. Dann hast du eine Woche länger warten müssen, weil gegen Türkgücü warst du gesperrt, 10. gelbe Karte. Und dann jetzt das Comeback sozusagen direkt mit dem Siegtreffer. Du hast ja einiges vorgenommen für das Spiel, ne? Ja, ich denke mal, die letzten Wochen waren sowieso nicht leicht für mich mit der Corona-Infektion. Da hatte ich auch ein bisschen dran zu knabbern. Klar, wollte ich mich in den Dienst der Mannschaft stellen. Dann habe ich ein bisschen gebraucht, um wieder Fahrt aufzunehmen. Dann war ich gesperrt und jetzt habe ich mir natürlich für das Spiel extrem viel vorgenommen war dann auch wieder bei im Vollbesitz meiner Kräfte. Und dass es dann so gut lief, ja gut, damit konnte ich selber auch nicht rechnen. Und du hattest ein Tränchen im Auge nach dem Tor. Ja, richtig, richtig. Ja, wir haben mit den Jungs in der Kabine, die sagen immer, ach komm, du schießt eh nie ein Tor. Und ich habe natürlich schon darauf hingefiebert, auch im heimischen Stadion irgendwann mal zu treffen. Und dass es dann natürlich jetzt das Spiel war und dann noch mit dem 1-0-Siegtreffer, ja, dann konnte ich mir das vielleicht nicht mehr so verkneifen, ja. Gefoppt worden bist du auch von unserem Trainer. Uwe Koschinger hat gesagt, so wird er den Ball nie wieder in seinem Leben treffen. Hat er recht. Challenge accepted, hätte ich da gesagt. Direkt beim nächsten Spiel nochmal probieren. Ja, ich probiere es auf jeden Fall. Ne? Also wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwie nochmal vom Tor zu stehen und aufs Tor zu schießen, dann werde ich es ja wieder versuchen. Ne? Aber dass es so gut klappt, dann noch mit meinem schwachen Fuß, ja, hätte keiner mit gerechnet. Der Linke war es. Aber du hast ja zu Koschinger hast du ja einen ziemlich guten Draht, weil ihr euch auch schon lange kennt, unter anderem von eurer gemeinsamen Zeit bei Fortuna Köln. Erzähl mal, was ist das so für ein Typ? Ja, ich denke mal, ein sehr emotionaler Typ. Kommt vielleicht nicht immer jeder mit klar, mit seiner Art. Aber ich denke, dass er immer die richtigen Worte findet, uns immer richtig gut einstellt, wir uns auf jeden Gegner perfekt auch einstellen. Und ich denke, die Saison, die wir spielen, es gab viele Höhen und Tiefen, auch viele Verletzungen. Ich denke, das zeigt schon viel über diesen Trainer aus. Und ich liebe es, mit ihm zusammenzuarbeiten, gar keine Frage. Er ist natürlich sehr emotional und ich denke, das macht ihn am meisten aus. Und er ist einer, der auch gerne mal sagt, wer so zu seinen Lieblingsspielern gehört. Und da gehörst du ja definitiv dazu. Ist das ein Vorteil, wenn man als bekannter Lieblingsspieler im Kader ist, oder ist es eher ein Nachteil, weil dann vielleicht die anderen sagen, ach komm mal da, jetzt kriegt der ein oder andere wieder eine bevorzugte Behandlung? Ich meine, dass er meine Spielart mag, das wusste ich ja schon seit Kölner Zeiten. Ja. Dieses Wort Lieblingsspieler, weiß ich nicht, kann ich nicht so viel mit anfangen, weil ich sage, wenn ich jetzt nicht gut spielen würde oder wenn ich vielleicht meine Leistung jetzt nicht bringen würde, dann wüsste ich auch, dass ich auch dann mal draußen sitze. Ne? Also da ist er schon sehr direkt und sehr straight, das sagt er dann auch. Aber ich denke, jeder weiß, auch die Mannschaft weiß, auf mich kann man sich eigentlich immer verlassen. Natürlich das Köln-Spiel mal in Klammern gesetzt, aber ich denke, dass ich immer Vollgas gebe und das werde ich auch in jedem Spiel machen. Gibt es eine lustige Anekdote, die du mit Uwe irgendwie verbindest? Also da fällt mir jetzt keiner ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es gab schon Momente in der Kabine, in der Halbzeitpause, wo man natürlich dann nicht wusste, ob man jetzt wirklich ernst sein soll oder lachen soll, weil er dann natürlich auch mal Momente hat, wo man ihn nicht wiedererkennt, wenn es mal nicht so läuft. Mhm. Aber dann auch wiederum, wenn wir gewinnen und wenn es gut gelaufen ist, dann ist er natürlich auch nah bei der Mannschaft. Ich denke, das passt alles schon so, aber eine lustige Anekdote. Da fällt mir jetzt gerade nicht so, da fällt mir gerade keiner ein. Ne? Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit, welche zusammen zu erleben. Ja, genau, richtig, richtig. Ich vermute mal, Uwe Koschinger war auch einer der Gründe, warum du dich für den FCS entschieden hast. Du bist aus Magdeburg zu uns gekommen, da hast du letzte Saison gespielt. Letzte Saison hat Magdeburg gegen den Abstieg gespielt. Hättest du gedacht, dass die in dieser Saison so dermaßen abgehen?
Ja, ich bin selber ein bisschen überrascht. Ich war 2 Jahre da, 2 Jahre wurde gegen den Abstieg gespielt, auch mit anderen Ambitionen. Und die Transfers im Sommer haben jetzt nicht dafür gesprochen, dass die jetzt so einen Durchmarsch machen wie dieses Jahr. Aber das spricht da dann auch für einen guten Trainer, für die gute Arbeit, die die da leisten. Und ich denke, dann haben sie es auch am Ende des Tages verdient. Du hast ja auch schon gesagt, eigentlich wärst du gerne noch ein bisschen länger in Magdeburg geblieben, aber hattest halt schon in Saarbrücken zugesagt. Jetzt mal so ehrlich, wie oft hast du in den letzten Monaten gedacht, hätte ich dann doch noch mal irgendwie das Angebot von Magdeburg später angenommen, würde ich jetzt schon mit einem halben Bein in der zweiten Liga stehen? Also ich glaube, es gibt bestimmt Spieler, die darüber nachdenken. Ich bin eher einer, der da nicht zurückschaut. Ändern kann man es eh nicht. Und ich glaube, am Ende des Tages habe ich mich für den richtigen Weg entschieden. Und ich habe hier auch noch einiges vor mit dem Club, mit dem Team. Und deswegen, ich gönne es jedem, auch der es schafft, aufzusteigen, auch Weggefährten, die dann aufsteigen oder die in der zweiten Liga spielen. Ich gönne es wirklich jedem. Und ich habe den Weg ja auch bewusst gewählt und deswegen gucke ich da gar nicht zurück. Kurz würde ich nochmal gerne zurückschauen auf das Hinspiel. Du weißt ja, ne, seitdem mögen wir Magdeburg ja nicht mehr unbedingt so sehr. Aber ich kann mir vorstellen, dass das gerade für dich eine richtig beschissene Situation war, weil du ja so zwischen den Stühlen gestanden hast. Auf der einen Seite die alten Teamkameraden, die das eine sagen, auf der anderen Seite die neuen Teamkameraden, die du dann auch erst ein paar Wochen gekannt hast. Wie war das denn für dich in dieser Zeit? Ja, schon ein bisschen schwierig, weil man hat sich ja auch mit den anderen gut verstanden. Also ich bin jetzt keiner, der da irgendwie geht und sich irgendwie, keine Ahnung, verbrannte Erde hinterlässt. Also ich habe mich wirklich in den anderen Vereinen, vor allen Dingen auch in Magdeburg, mit jedem gut verstanden, auch mit dem Drumherum. Und ich bin dann wirklich jemand, der sich eigentlich gerne aus solchen Sachen dann raushält. Ne? Aber also, ich meine, musst du jetzt nichts zu sagen, aber ist es denn vorstellbar, dass tatsächlich es so eine Absprache gab im Magdeburg-Team, hier den Erdmann, den nehmen wir uns morgen mal vor? Ja gut, man weiß ja, wie es in so Kabinen vorgeht, ne? Und ich denke, dass da wahrscheinlich schon das ein oder andere Wort mal gefallen ist. Ich meine, beweisen kann man es eh nie, das weiß man natürlich nicht, aber ich denke, dass da vielleicht schon der ein oder andere dann auch mal dabei ist, der dann gerne auch mal nachtreten würde, ja, klar. Ich vermute mal, es gibt eine Sache, die du in Magdeburg auf jeden Fall besser fandst als beim FCS. Das sind die Farben, blau und weiß. Jetzt nicht unbedingt die Farben von Magdeburg, aber blau und weiß trägst du ja in deinem Herz, weil du bist Schalker durch und durch. Ne? Du bist in Gelsenkirchen geboren, dort aufgewachsen, hast in der Jugend gespielt, ich glaube ab 4 Jahren, ne? Hast du für Schalke gespielt? Ja. Jetzt kann es ja passieren. Du sagst auf der einen Seite, du würdest gerne nochmal nachvollziehbarerweise für Schalke spielen und du würdest gerne mal in der zweiten Liga spielen. Ja. Jetzt könnte ja der Fall eintreten, dass du in dieser Saison aufsteigst mit dem FCS in die zweite Liga und sich dann der FC Schalke 04 bei dir meldet, die nächste Saison auch wieder zweite Liga spielen und sagen, willst du nicht zu uns kommen? Was machst du dann? Also ich glaube, natürlich wäre es ein Traum, nochmal da zu spielen. Aber ich glaube, das kann ich mir abschminken, dass da nochmal ein Anruf kommt. Viel schöner wäre es ja, wenn man mit der gegnerischen Mannschaft dann da spielt. Ja. Vor vollem Haus. Und ich habe auch schon, ich bin da ein bisschen am Witzeln mit den Jungs in der Kabine, weil die wissen ja auch, dass ich Schalker durch und durch bin. Und die haben schon gesagt, wenn wir aufsteigen und wir da wirklich mal spielen sollten, hätte ich ja quasi in meiner Karriere alles erreicht. Und wie ich dann so bin, sage ich dann auch, ja, wenn es so der Fall sein sollte, werde ich mich nach dem Spiel ans Mikrofon stellen und meine Karriere beenden. Hoffentlich nicht. Nee, also, ja. Hoffentlich spielen wir da, aber hoffentlich geht es dann auch für dich noch ein bisschen weiter. Ja, natürlich, natürlich. Klar. Ich finde das schön, sobald du anfängst, über Schalke zu sprechen, das habe ich auch in anderen Interviews gesehen, dann wechselst du vom Fußballprofi zum Fan. Also dann fangen deine Augen an zu leuchten und dann merkt man, das ist Fußballliebe. Ja, wie gesagt, ich bin da, glaube ich, auch echt mehr Fan, als ich dann manchmal sein möchte, weil die Situation, die sich da manchmal auch zutragen, ne? Ich meine, zum Glück bin ich ein bisschen weiter weg als meine Eltern. Ich kriege da ja von meinen Eltern viel mit. Aber ja, irgendwie so richtig anfangen zu rollen, tut es da ja auch nicht. Und es ist ein bisschen schade, schade, als Fan schade. Also du verfolgst auf jeden Fall jedes Spiel, was Schalke da irgendwie jedes Wochenende treibt. Ja, so wie ich es kann und was ich da halt immer von meinen Kumpels höre, natürlich sauge ich da viel auf.
Ich würde mir halt wünschen, dass da wirklich mal Kontinuität reinkommt in diesen Verein. Ja. Also was du in Magdeburg vermisst hast, hast du mal gesagt, das ist so eine richtig gute Currywurst mit Pommes, die man im Ruhrpott halt so isst. Ich hoffe, du hast das Kalinski in Saarbrücken schon gefunden. Ja, habe ich schon gefunden. Natürlich. Das ist ein neuer Stammladen von dir. In Magdeburg gab es sowas nicht. Da gab es keine Currywurst. Also, ja. Was treibst du sonst so in Saarbrücken, wenn du nicht im Sportfeld bist oder im Ludwigspark? Also ich muss ja sagen, ich wohne ja in der Nähe der Stadt eigentlich, 100 Meter Luftlinie von der Stadt entfernt. Also wenn das Wetter so wie heute ist oder generell mal besser ist, dann gucke ich mir schon immer ein paar Sachen an oder gehe auch gerne mal einen Kaffee trinken. Ich war auch schon an der Saarschleife. Mhm. Ludwigskirche natürlich, habe ich mir schon angeguckt, war auch schon drin. Ja, also ich bin, wenn ich nicht zu kaputt bin, dann erkunde ich doch dann schon gerne mal auch die Saar und gehe da entlang, gehe spazieren. Bin da ein bisschen auch für mich gerne. Ansonsten, ja, was man halt so macht, ne? Mit den Jungs vielleicht mal was essen gehen oder mal ins Kino, dass man natürlich diese Sachen auflegt. Ne? Man kann sich ja nicht nur in der Kabine, klar, man sieht sich halt in der Kabine öfter als die eigene Familie, ist auch klar, dass man da vielleicht ab und zu auch mal die Schnauze voll hat von den Jungs. Aber ich denke, dass wir uns alle so gut verstehen, dass wir auch außerhalb des Trainings dann öfter mal was machen. Gibt es irgendwelche Stammläden außer jetzt in Kalinski, wo man dich treffen kann? Puh, ja, gut. Café Barcelona bin ich dann halt das ein oder andere Mal. Ansonsten am Markt kann man sich ja eigentlich auch gut hinsetzen, wenn die Sonne scheint. Ja. Nee, ansonsten, ja, wenn die Zeit dann mal da ist und wir haben mal frei, dann geht man natürlich auch am Wochenende gerne mal vielleicht mit den Jungs mal raus abends. Aber das kommt ja wirklich eher selten vor, weil die Zeit einfach dafür auch nicht da ist. Und ich glaube, dass wir mit dem Fußball alle viel zu tun haben und das geht ja auch vor in erster Linie, ist ja klar. Ich habe den Eindruck, in der Mannschaft gibt es so drei Zockertypen. Die, die gar nicht zocken, dann die, die FIFA auf der Playstation zocken und die, die irgendwelche Ego-Shooter auf dem Computer spielen. Zu welcher Fraktion gehörst du? Also ich hatte mal zu der Fraktion FIFA gehört, aber da gehöre ich leider auch nicht mehr zu, weil das Spiel einfach keinen Spaß mehr macht. Ansonsten sind wir eigentlich in der Mannschaft, was Kartenspielen angeht, sehr gut unterwegs. Oh, was wird denn gespielt? Von Uno bis Wizard ist so ein besonderes Kartenspiel. Ansonsten, was wir zum Beispiel noch gar nicht gemacht haben, ist gepokert, obwohl wir da auch ein paar Leute hätten, dass man vielleicht mal pokern könnte. Aber ja. Nee, ansonsten wird jetzt nicht in der Kabine, aber so auf Auswärtsfahrten wird dann schon ab und zu mal Karten gespielt. Ja, ich habe von Tobi gehört, der wird auch ab und zu mal einen 5-Euro-Schein auf den Tisch gelegt. Da wird dann auch mal ab und zu ein 5-Euro-Schein auf den Tisch gelegt, ja. Dann gucken wir mal auf die nächste Auswärtsfahrt. Die geht nach Braunschweig am Wochenende. Absolutes Spitzenspiel. Und gefühlt ist es ja sowas wie ein erstes Finale. Also wenn wir gewinnen, sind wir weiter voll mit dabei. Und dann kommt ein Finale nach dem anderen. Ist der Druck da größer als bei anderen Spielen jetzt? Man kann es so oder so sehen. Ne? Ich bin immer ein Fan davon, dass man eigentlich nach so einer Saison, die wir jetzt spielen, könnte man ja auch sagen, wir können befreit aufspielen. Ja. Weil im Endeffekt, wir haben noch nie in der ganzen Saison von Aufstieg gesprochen. Natürlich sind wir jetzt irgendwie da oben dabei. Und natürlich juckt es dann natürlich auch, dass man natürlich jetzt auch wirklich sich festbeißen möchte. Ja. Trotzdem haben wir nichts zu verlieren. Wir können eigentlich befreit aufspielen, weil es, glaube ich, andere Mannschaften gibt, die gezwungen sind, aufzusteigen. Aus finanzieller Sicht. Ich glaube, da sind wir jetzt eher nicht dabei, dass wir jetzt gezwungen sind, aufzusteigen. Am Ende des Tages wäre es natürlich schön, wenn wir die Chance wahren, bis 3, 4, 5 Spieltage vor Schluss und sagen können, boah, jetzt geht's ans Eingemachte. Mhm. Ich denke, wir tun gut daran, einfach alles rauszuhauen, von Spiel zu Spiel zu gucken. Aber wir wissen natürlich auch, wenn wir oben dabei bleiben wollen, dann dürfen wir am Samstag nicht verlieren. Im Hinspiel hat Luca Kerber sein erstes Profitor gemacht. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, der hat heute Geburtstag, wird 20 Jahre alt. Ja. Ist aber leider jetzt am Wochenende nach wie vor nicht dabei, weil er noch verletzt ist. Wie sehr fehlt Luca Kerber? Der war ja vorher schon ein ziemlicher Erfolgsgarant da im Mittelfeld. Ja, Luca genauso wie Adriano, die fehlen uns beide brutal, muss man ja schon sagen. Luca ist natürlich der Antreiber im Mittelfeld, ne? Und der das Spiel auch oftmals dann strukturiert hat mit seinen Läufen, mit seiner Ballsicherheit, der defensiv wie offensiv einfach unfassbar viel läuft. Und ist ja klar, wenn so ein Motor dann mal wegbricht, dann müssen da andere in die Bresche springen. Und das machen wir momentan auch überragend. Wenn ich da an Dave Gnase denke oder an Zeitz oder an Jennecke, die machen da auch ganz viel richtig im Moment.
Und aber natürlich ein Luca, der ist halt auch noch ein junger Spieler. Aber der fehlt uns schon mit seiner Art, wie er das Spiel halt interpretiert, fehlt er uns natürlich sehr, muss man schon sagen. Ich spreche ungern öffentlich über andere Spieler, aber weil du gerade den Dave ansprichst, mal ganz kurz, ihr werdet es ja auch mitbekommen haben, der Start in Saarbrücken ist erstmal nicht so gut gelaufen für ihn. Er wurde, glaube ich, auch von vielen aus dem Umfeld, von den Fans kritisch gesehen. Jetzt hat er aber wirklich ein Bombenspiel abgeliefert, finde ich, am letzten Wochenende gegen Meppen und auch die Kurve zeigt irgendwie nach oben. Ja, ja. Wie sehr kriegt ihr das denn so im Team mit oder fangt das dann auch wenn ihr merkt, da die Fans schießen sich gerade so auf 1, 2, 3 Leute so ein bisschen ein? Ja gut, ich denke mal, dass Fans sind ja sowieso so, dass sie sich immer nach Niederlagen oder auch nach Spielen, die nicht gewonnen werden, schießen die sich ja immer auf 2, 3 Spieler ein. Ja. Mal kriegt es der eine ab, mal der andere. Aber natürlich sind solche Themen oder in der Kabine gibt es solche Themen dann ja auch mal. Ne? Der eine geht da anders mit um, der andere, der lässt Dave dann zum Beispiel in Ruhe, der andere spricht mit ihm. Ich meine, ich kannte Dave jetzt ja vorher auch schon, wie er spielt, was er für Qualitäten hat. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, auch wenn das für ihn persönlich ein schwerer Start war, dass er die Kurve kriegt, weil es ein guter Spieler ist. Ne? Und das erkennt man jetzt auch, ich denke mal, seit Wien Wiesbaden zeigt die Kurve enorm nach oben. Und er tut unserem Spiel momentan einfach sehr gut. Und ich hoffe, dass er das so beibehalten kann, ja. Das hoffen wir alle sehr. Ich habe mal geguckt, Braunschweig ist mit dem Bus von Saarbrücken ungefähr 5,5, 6 Stunden entfernt. Wir hoffen alle sehr, dass die Rückfahrt mit guter Laune, weil mit 3 Punkten im Gepäck stattfindet. Ich habe gehört, es gibt irgendeine neue Tradition. Was genau hat es mit dieser Kirmesmusik auf sich nach Auswärtssiegen? Ja, also wenn wir wirklich gewinnen sollten, dann gibt es immer ein spezielles Lied. Ich kann dir aber gerade nicht sagen, wie das heißt. Da gibt es ein spezielles Lied, was der Batz dann auflegt. Ja. Dann wird erstmal dazu gefeiert. Ne? Immer das erste Lied, wenn wir reinkommen und wir dann losfahren, dann wird das Lied gespielt und dann singen auch alle mit und feiern alle mit. Und dann, das ist so Tradition geworden, ja. Ah, ich dachte, es gäbe irgendwie die Regel, wenn das Lied läuft, muss der Bus rausfahren und der Trainer muss einen Kasten Bier besorgen. ich glaube, da ist der Trainer eigentlich auch so nach Siegen, muss man schon sagen, dass unsere Fahrten dann schon locker sind, muss man echt sagen. Dann darf man natürlich auch mal das ein oder andere Bier trinken. Natürlich sollte keiner über die Stränge schlagen. Ich denke, dass wir sind alle alt genug, dass wir auch wissen, wann gut ist. Aber natürlich ist der Trainer da auch in dem Bereich auch erleichtert, sag ich mal. Und wir feiern dann alle zusammen und gönnen uns dann alle auch zusammen Bierchen. Und das zeichnet auch unsere Mannschaft aus. Da ist nicht dann der ein oder andere, der sich da komplett raushält oder für sich sein will. Da sind wirklich alle dabei. Und ich denke, das macht unser Team auch so stark im Moment. Dann hoffen wir sehr, dass das eine gute Laune nach Hause fahrt wird am Samstag. Ja. Vielen Dank und viel Erfolg am Wochenende. Dankeschön.